Herzlich willkommen zum Police Simulator. Ich habe hier schon einiges schon gespielt, aber in diesem Fall ist das jetzt die 1.1.0 Beta-Version, die offene Beta, die man über Steam separat oder auswählen kann. Also ich habe den Spielstand vorher gespeichert, bevor ich das gemacht habe. Und so wie es aber aussieht, scheint das kompatibel zu sein aktuell noch, der Speicherstand. Also kann ich das hier gegebenenfalls fortsetzen. Ich hoffe, das geht dann noch andersrum, dass das mir dann nicht verhaut. Deshalb gucken wir uns gleich mal an. Der Bordcomputer soll dazugekommen sein mit dem Hintergrund Recherchen. Recherchen. Und auch, glaube ich, neues Fahrzeug. Das werde ich wahrscheinlich noch nicht bekommen. Mal gucken, was da so in der Version uns hier erwartet. So. Ich bin ja echt bald mal gespannt, wenn das Multiplayer-Ding rauskommt. Ich sehe gerade, dass Taschenlampe und Notlichter hier gar nicht freigeschaltet sind. Okay. So. Dann werden wir mal eine kleine Fahrzeugstreife machen. Gucken uns das Innere mal an. Willkommen in Al-Kombli. Bombay. Dach. Wie geht's? Wie steht's? Wollt schon was? Naja, egal. So, dann wollen wir mal. Ah, ja. So, dann kommen wir mal rein. Dann wollen wir mal einsteigen. Und. Achso. Frau war das, ne? Gut. Bordcomputer soll dementsprechend die genau, Hintergrundprüfung jetzt geben. Dann offiziell am 13. in den offiziellen Patch, also stabilen Patches. So, bestimme Interaktion mit Fußgängern und Fahrzeugen, wie das Ansehen eines Personalausweises oder der Versicherungspapiere, das Herauswinken eines Fahrzeugs, die Geschwindigkeitsmessung oder das Fokussieren der Kennzeichen erzeugt einen Eintrag in der Hintergrundprüfung-App. Okay. Hab da natürlich noch nichts drin, ne? Logischerweise. Schauen wir mal. So, Bonus ist bei Strafzettel. Also, naja, gut. Mal schauen, ob wir hier rauskommen. Aufklärung einer Situation erforderlich. Ist jemand einsatzbereit? Na, ja. Ich kümmere mich darum. Ups, ich fahre, glaube ich, gerade. Egal. Scheiß drauf. Ich mach einfach Sirene an. Entschuldigt, wenn das jetzt zu laut sein sollte. Aber ich schneide sowieso. Okay, interessant. Hier darf ich keine Sirene einschalten, weil ein leichter Verkehrsunfall das nicht erforderlich ist. Ich bin vor Ort. Ich kümmere mich um den Unfall.
So, guten Tag. Was ist denn so passiert? Was haben Sie denn gemacht? So schnell gebremst? Polizeicomputer. Du kannst den Polizeicomputer öffnen, um Hintergrundprüfung zur früheren Begegnungen durchzuführen. Achte besonders auf Zulassungen und frühere Verstoße. Okay. Ich stehe unter Schock. Keine Ahnung, was passiert ist. Aha. Was war das? Ne? Komm schon, nochmal. Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein. Ist kein stabiles. Das noch ein bisschen. Bitte schön, Officer. Ne? So, abgelaufener Personalausweis. Wir haben den 13.05.20 und seiner 12.08.19. Gucken wir uns mal seine Versicherungs, das ist in Ordnung. Hoffe ich zumindest, das Kennzeichen werde ich jetzt mal nicht prüfen. Aber der Name stimmt, ne? Das stimmt, einmal zurückgehen. Scheint auch nervös zu sein, der Junge. Dann wollen wir mal kurz mal Alkoholtest machen. Ich werde übrigens keinen Waffenschein. Ich werde da gleich mal nach Waffen suchen. Ein Alkohol. Wie schaut es mit Drogen aus? Okay, auch nichts. Alles im grünen Bereich. Aber aufgrund des Personalausweis werde ich jetzt erstmal den Jungen durchsuchen. Aufgrund Personalausweis und Nervosität. Also er verbirgt irgendwas. Cannabis. In Stone ist der Besitz von bis zu 28 Gramm Cannabis erlaubt. Okay, und wie viel hast du? 14. Da hast du ja aber Schwein gehabt. Du hast ein Springmesser. Ich glaube, Springmesser geht, glaube ich auch. Weiß ich gar nicht. In den USA mit Waffenschein? Weiß ich gar nicht. In Deutschland ist das alles, was über dem Handvorderdings rüber geht, geht als Waffe. Handfläche, was drüber geht. Weiß nicht, wie das in den USA ist. So, erstmal kriegst du eine kleine Strafe. Und zwar ist dein Perso abgelaufen. Dafür Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerschaffs. Wer Drogen kaufen kann, hat doch Geld. 70 bis 150 Dollar. Wirklich? Das ist viel Geld. Tja. Weniger Drogen kaufen, dann hast du das Geld auch. So, wir schauen uns jetzt das Auto nochmal an. Ich sehe gerade, ich verursache gerade einen Stau. Egal. Damit müssen sie jetzt warten. Okay, jetzt alles sauber soweit. Guten Tag. Ja, ich werde mal kurz mal hier ein bisschen Platz machen. Ich komme gleich zu Ihnen. Ich muss mal kurz Platz machen. Jetzt kommen die hier nicht durch. Sehr gut. So. So, jetzt komme ich mal zu Ihnen. Guten Tag. Was ist passiert? Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Mhm. Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer.
So, du hast auch einen abgelaufenen. Was ist los heute? Wart ihr alle mit abgelaufenen Persus rum? Okay, der ist noch in Ordnung. Auch abgelaufen. So, da du hinten drauf gefahren bist, werde ich dich auch mal testen. Okay, das ist noch in Ordnung. Bisschen Drogen testen. Joa, alles gut. Sieht auch nicht so aus, ob du Drogen genommen hast. So. Das sieht soweit gut aus. Wir werden das Auto einmal nochmal durchsuchen. Die Windschutzscheibe ist kaputt vorne, muss ich abschleppen lassen. Münzen, okay. Das sieht doch gut aus. Dann wollen wir mal Fotos machen. Bericht würde das ausreichen, okay. Ja, wollen wir mal ein bisschen Punkte sammeln. Gut. Ich muss beide abschleppen, ne? Die beiden fahren ja gar nicht. Ups, das habe ich mal einen Teil gefahren. So, okay. Ist ein Unfallbericht. Hier, Ihr Unfallbericht. Gut und ausführlich dokumentiert. Na klar. Danke, Officer. So. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Hier, Ihr Unfallbericht. Gut und ausführlich dokumentiert. Danke, Officer. Ach, stopp mal, ich habe was vergessen. Dein Ausweis war abgelaufen. Das gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 der Führerschein. 150 Dollar. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Ich dachte nicht, dass es so teuer wird. Also hat das sowieso erwartet. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Was? Kacke. Der hat einen Haftbefehl. Der hat auf einen Haftbefehl. Läuft der da noch rum? Kacke. Der hat einen Haftbefehl. Wäre das gewesen? Nein. Kacke. Der ist nicht mehr da, ne? Okay.
Okay, ich hätte mal vorher reingucken sollen. Okay, hat aber keiner gesehen, dass ich jetzt gerade einen Straftäter entwischen lassen habe. Ups. Versicherung stand ungültig. Ja, ich bin mal ganz frech. Ich komme bloß nicht lang, wenn er jetzt weiterfährt. Da komme ich da durch. Oh. Da hat's geknallt. Aber vorher möchte ich gerne noch den da abschleppen lassen. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden drum. Der darf eigentlich auch nicht stehen. Toll. Guten Tag, was ist hier passiert? Schon wieder Taxen. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Abgelaufen. Abgelaufen. Das gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Ach, kommen Sie schon. So viel? Ja. Gleich noch teurer. Sie bekommen einen Strafzettel wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz. Wirklich? Ja. Das ist viel Geld. Ja. Nur mal, wenn er gut ist. So.
Dann wollen wir uns den Typen mal ganz kurz mal als Hintergrund angucken. Unterstützung angefordert. Ist ein Officer verfügbar? Sein Zulassungsstatus war doch ungültig. Hier ist 4562. Ich suche nach der verdächtigen Person. Was? Nein, machen wir nicht. Haben wir anders zu tun. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein. Mal kurz mal gucken, ob das der Typ ist. Das ist oben das Neueste angezeigt wird in diesem Teil. 29.02.20. Wir haben aber den 13.05.20. Wir brauchen Unterstützung. Wer kann helfen? Ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt. So, schönen guten Tag. Jetzt sind Sie dran. Der Was ist Unfall los? Hat mich ziemlich mitgenommen. Ja. Ich bin noch ganz durcheinander. Das sagen alle. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Test. Hat zwar keine Anzeichen, aber muss ich ja nicht für jeden machen eigentlich. Ihre Schicht ist um, Officer. Ah, gleich. Bin noch nicht fertig. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Okay, kein Versicherungsschein. Das gibt einen Strafzettel wegen des fehlenden Versicherungsschutzes. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Den Spruch werde ich jetzt auf Alkohol testen. So, ich hoffe, ihr hört im Hintergrund nicht, dass da jemand irgendwie im Garten da irgendwas Lautes macht. So. Dann wollen wir uns mal das Ganze
Ob das reicht. Sieht so aus, ne? Gut, dann prüfen wir die nochmal über ein bisschen Hintergrund. Hier steht allerdings wieder, ach ja, richtig, da war ja, genau. War ungültig. Offener Haftbefehl, ja, herzlichen Glückwunsch. Lily Cooper. Siehst so harmlos aus. Damit habe ich es nicht gerechnet. Bist du das nochmal den wirklich? Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein. Gucken, ob das wirklich ist. Bitte schön, Officer. Ja, dumm gelaufen. Muss ich leider verhaften. Das leider... Ich muss sie festnehmen. Gegen sie liegt ein Haftbefehl vor. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Was? Ja, bin ich so überrascht. So, ihr dürft... Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Scheint quasi nutzlos. Aber was soll's. Ja, ohne Versicherungsschutz ist es nutzlos, ja, das stimmt. Hier, Ihr Unfallbericht. Scheint quasi nutzlos. Aber was soll's. Okay. Kannst du noch weiterfahren? Darfst du noch weiterfahren mit dem Wagen? Nein. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Natürlich. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Sehr schön. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Ihr seid ja schnell. Okay, da war nicht für mich bestimmt, doch. Nee, da war es nicht für mich bestimmt, okay. Warum fahrt ihr eigentlich nicht weiter? Sagt jetzt nicht, ich stehe im Weg rum. Weil die Abschleppautos nicht durchkommen. Ich muss was übersehen haben. Weil der Fortschritt relativ noch zurückliegt. Ich vermute mal, deshalb sind die wertlos, die Berichte. Keine Ahnung. Irgendwas habe ich vergessen. Glaube ich. Wobei, die Abschleppen, das führt wieder ein bisschen. Okay. Wann kommt denn die zum Abholen? Die sind noch viel schneller. Der war eigentlich schon da. Der ist nur vorbeigefahren. Die Verstärkung nicht abbrechen.
Na gut. Dann wollen wir mal zurück. Ja, viele Punkte bekommen hier unfallmäßig. Die Blinker schalten sich nicht automatisch aus, wenn man... Wahrscheinlich eine Einbahnstraße, deshalb darf ich da nicht lang. Ihre Schicht ist längst zu Ende. Kommen Sie zur Wache, sofort. Ja. Ich bin doch froh, dass ich Überstunden mache. Nicht so schnell. Zwanzig, glaube ich, darf ich nur fahren. Was auch da immer für komische Geräusche sind. Wie ist die? Warte mal, ich muss anders fahren. Okay, das ist eine merkwürdige Führung. Wegführung. Der trampelt da ganz schön laut. Einbahnstraße, ne?
Ich darf das. Blöde Wegführung, also das ist ein bisschen komisch. Guten Tag, ich bin wieder da. Okay, also zusammengefasst, der Bordcomputer, also die Hintergrundinformation, ist schon eine schöne Sache tatsächlich. Einer ist mir leider entwischt, dementsprechend habe ich zu spät drauf geguckt, dass ein Haftbefehl vorlag. Aber was soll's, kann ja mal passieren. dementsprechend mal gucken, die stabile Version wird ja dementsprechend am 13. kommen. Das war jetzt die Beta-Version entsprechend und ich hoffe, den Speicherstand kann ich mit übernehmen. Aber sicherheitshalber habe ich einen alten, den Speicherstand davor gespeichert tatsächlich. Also die Dateien habe ich gespeichert, so wie es auch vorgeschlagen war und ist. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann gerne ein Like da lassen und so weiter. Also oder gerne aber auch einen Abo-Button klicken und so. Danke fürs Zugucken und dann werden wir uns sicherlich das nächste Mal wieder vielleicht wieder auf den Straßen hier sehen. Mal schauen, was die Updates und die ganzen Geschichten noch so bringen werden. Besonders der Multiplayer, da bin ich besonders drauf gespannt. Also, bis dann. Tschüss.